Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wie ihr seht, Sekiro wollen wir heute anzocken. Ich nehme es wieder in 4K auf. Ich denke mal, es wird HDR haben. Ich habe aber HDR ausgeschalten, weil YouTube da mal mit Probleme habe oder hat. Und wenn ich dann irgendwas raus, ein Content-ID habe und was rausnehmen muss oder so. Wenn ich HDR habe, dann ist das ein grünes Bild und das ist ja auch Blödsinn. Deswegen normal 4K. Ich nehme das jetzt auf, ohne, ich werde es nicht rendern, irgendwie bearbeiten, Intro, Outro, gar nichts. Reines Gameplay-Material und so wie ich es hier vor mir habe, lade ich es für euch hoch. Weil YouTube rendert ja sowieso eh mal noch, aber so geht am wenigsten verloren. Die Bildwiedergabe, ach Quatsch hier, Bildmapping ist auch im Aufnahmeprogramm sehr hoch eingestellt. Also da sollten. Er sollte fast verlustfrei aufnehmen. Muss ich mit Steuerkreuz nach unten drücken. Also haben wir wieder natürlich alle ganz schnell durchgelesen. Standard. Dialoge, Standard Japanisch, aber Deutsch. Standardeinstellung? Nein, wollen wir nicht. So. Bluten natürlich ein, Untertitel ein. Teilweise, ne, machen wir das teilweise, können wir ja immer noch einstellen. HDR, seht ihr, kann ich jetzt nicht anschalten, weil ich es im Splitter ausgemacht habe. Musik mache ich mal noch ein Stück runter. Das hat die volle Pulle, kommt ein bisschen was an, ja. So. Jetzt sollte jetzt eigentlich, da können wir eigentlich hier nochmal im Aufnahmeprogramm noch ein bisschen höher stellen. So. Nee, lassen wir mal auf 5 und auf 6. Test, Test, Test. Jo, ich bin immer noch lauter als das Spiel. So muss es sein. In den letzten Jahren der Sengoku-Ära wurde Japan von ewigen Kriegen erschüttert. Die Kriegsfeuer loderten. Selbst Ashina in den Bergen war vor den Flammen nicht gefeit. Oh, geil. Zu beherrschen. Ich finde die Musik trotzdem laut.
Vielleicht ist das in der Videosequenz ja nur so. Vielleicht ist das ja im Spiel dann anders. Müssen wir gucken. Dieser arme Straßenköter scheint verrückt zu sein. Nun sieh mal an. Verheißungsvoll. Kommst du mit mir, hungriger Wolf? An diesem Tag wurde ein junger Wolf vom Schlachtfeld gerettet. Er trainierte ohne Unterlass und wurde zu einem Meister-Shinobi. Hör zu, Wolf. Vergiss niemals die eisernen Regeln. Als dein Vater ist mein Wort absolut. Das Wort deines Herrn ist bestimmend. Von heute an ist er dein Herr. Verteidige ihn mit deinem Leben, wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch koste. Verstanden, oder Wolf? Cool. Um die 20 Jahre nach Ishins Coup stand Ashina kurz vor dem Zusammenbruch. Und der Shinobi, den man Wolf nannte, verlor alles. Den Vater, der ihn aufgenommen hatte, und den Jungen, den zu schützen er geschworen hatte. Also die Story ist schon mal, also der Einstieg in die Story ist schon mal echt cool gemacht. Und die Story ist auch so jetzt vom Gefühlten, vom Anfang her mitreißend. Und man will wissen, was passiert. Man hat ja auch ab und zu so eine Story, wo man sagt, hä? Shinobi. Spiel macht Spaß. Öffnet aber eure Augen. Story, hä? Zum Wohle eures Herrn. Aber der Einstieg, der ist hier schon echt episch gemacht, der ist schon cool. Immer lieber hier lang. Also ich kann noch nicht viel machen. Ich muss jetzt erstmal das Tutorial durchlaufen. Der Shinobi auf dem Grund des Brunnens. Wir haben ihn weder gefesselt noch angekettet. Macht sich niemand Gedanken deswegen? Ganz und gar nicht. Er ist unbewaffnet und hat seinen Lebenswillen verloren. Er ist bloß ein Feigling, der unserer Sorge unwürdig ist. Bruder!
Ein Schlag und ich bin tot. Ganz toll. Ich habe ja auch noch kein Schwert. Oh, ich fange echt wieder davor. Oh. Das war wieder so ein Spiel, was so Dark Souls mäßig ist, wo du da ewig spielen kannst. Ohne Speicherpunkt. Und wenn du stirbst, fängst du ganz vorne wieder an. Der Mond strahlt heute Nacht hell auf den Mondblickturm herab. Wahrscheinlich ließ der göttliche Erbe wieder in seinem Licht. Wahrscheinlich. Aber ein Kind einzusperren, mir tut der Junge leid. Mir auch. Mhm. Aber Genichiro-sama wird seine Gründe haben. Der Mond strahlt heute Nacht hell auf den... Wahrscheinlich ließ... Wahrscheinlich... Aber ein mir auch. Okay. Ich habe ein bisschen... dumpf an der Ton. So, wo gehen wir jetzt hin? Die Tür des Mondlichtturms. Du hast doch nachgesehen, ob sie verschlossen ist, oder? Sicher ist sie verschlossen, aber es hat niemand das Loch in der Mauer repariert. Ach das? Mach dir deswegen keine Gedanken. Das Loch führt zum Rand einer Klippe. Da kommt niemand durch. Okay. Aber müssen wir mal den Einstein gucken. Weil das Audio gefällt mir nicht. Also die Stimmen, Dialoge... mache ich mal ein Stück lauter, weil die sind echt leise. Ein Anruf. 040, ne, rufe ich später zurück. Soundeffekte. Oh, machen wir so. Ja, das ist okay so. Ich bin froh, dass du hier bist. Es ist lange her, Wolf. Ich werde euch befreien.
mein Herr. Also dann? Erhebe dein Haupt. Kusabi Maru, dein Schwert. Mein Shinobi. Im Rahmen des Bündnisses von Herr und Gefolgsmann stellst du dein Leben in meinen Dienst. Wie ihr wünscht. Okay, jetzt haben wir ein Schwert. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Geht ja auch eine Treppe hoch. Ach, was haben wir denn hier? Das reden wir nochmal mit ihm. Treuer Wolf, du bist verletzt? Ich habe etwas, das helfen könnte. Es ist eine besondere Kürbisflasche mit Heilwasser. Heile damit deine Wunden. Kurosama. Nun dann? Warst du danach schwer verletzt? Danach? Wonach denn? Erinnerst du dich nicht an jene Nacht? Nein. Nein, wir reden später darüber. Jetzt müssen wir erst einmal aus der Ashina-Burg fliehen. Wie ihr wünscht. Unter der Brücke, über dem Burggraben, gibt es einen Geheimgang, der aus der Burg führt. Ishin-sama hat mir davon erzählt. Finde diesen Geheimgang für mich. Wenn du ihn gefunden hast, dann pfeif auf einem Schilfrohr, wie du es früher einmal gemacht hast. Ich komme, sobald ich das Pfeifen höre. Wolf, du darfst dich nicht überanstrengen. Du musst deine Wunden heilen. Eins ist Angriff. Oh, es ist geil, da fließt viel Blut. Scheiße, tot. Okay.
viel Energie verbraucht bei den anderen jetzt, wo ich ein bisschen geübt hatte. Aber bei den Schnellobjekten ist hier auch noch nichts drin. Ja, nicht los. Mach doch hier Deckung. Also normalerweise soll ich das abwehren und dann erscheint ein roter Punkt und dann schlage ich auf ihn drauf. Habt ihr gesehen, das ist nicht passiert. Sehr kurios. Ich mach mal jetzt genau, wie der Tutorial vorschreibt. Ich habe noch eine Flasche, habe ich noch. Jetzt haben wir ihn aber. So. Ah, schon wieder tot. Leck mich doch am Arsch, ey.
Jetzt haben wir es aber endlich mal. Der Fehler war, ich war so etwas gebückt und dann macht er das halt nicht. So, was hat er gesagt? Wir sollen hier durch die Burg und über die Brücke. Also ich soll nach dem... Okay. Oh, scheiße, meine Energie war weg. Oh, Mann. Ich habe auch noch so ein Viertelchen Energie. Bei dem trainieren hier. Alter, macht ihr einen Schlag und zieht mir die Hälfte ab oder was? Machen wir uns mal lieber aus dem Staub kurzzeitig. Ja. So scheiße, ich versage schon im Tutorial oder was?
Ist er schon tot, okay. Jetzt lock ich so mal langsam an hier. Alter, willst du mich verarschen? Tester. Ich habe keine Chance. Scheiße. Den habe ich zu spät gesehen. Ich wusste, da steht einer. Ich habe den zu spät gesehen. Scheiße. Das war jetzt meine Schuld. Den hätte ich schön instant killen können. Komm, mach da. Zack. Ach man. Ich parallel doch. So. Greif an. Komm, greif an. Zack. Und. Ach, ich bin zu langsam. Muss ich jetzt schon einen Kürbis nehmen? Ach, gibt doch nur die Hälfte an Energie, okay? So, und bevor wir. Was ist denn? Manduka. Die ist oben, die Manduka. Die habe ich dir in der Tüte gepackt und mit hochgenommen. Ja, da hatte ich ja schon rausgenommen. So, jetzt mache ich mal nämlich ganz clever. Gehen jetzt hier oben lang. So, den haben wir erledigt. Hier sind jetzt auch keine mehr. Jetzt können wir hier gucken, dass wir hier oben vielleicht reinkommen. Ne, hier kommen wir nicht rein. Schade. Weil hier waren noch zwei drin.
müssen wir denn eigentlich? Wir sind doch inkognito. Wir müssen doch gar nicht gegen die kämpfen, oder? Wir können doch einfach hier hoch. Oha. Oh, scheiße. Gut, dann bin ich tot. Also wir können auch teilweise schleichen. Ah, dann bin ich ja gut hier gleich. Scheiße, ich hab nichts mehr. Ey, fuck. Nein, ich will nicht die letzte Tür. Achso, hab ich mich verdrückt, gut. Scheiße. Oh, fuck, tot. Ah, fuck, ich hab jetzt gedacht. Alter, bist du bescheuert? Ey, so ein Luschi-Gegner! Nee. Ey, das ist da nicht. Fuck. Wenn ich jetzt hier wenigstens... Da ist der Starke. Wie kommen wir jetzt hier voran? Ich versuche mal einfach jetzt durchzurennen. Weil hier kommen wir noch. Ich habe total trockenen Hals. Und tot. Also ich krieg durch den Kürbis die Hälfte an Energie zurück. Die Hälfte. Das ist nicht gut.
Kürbis nehmen. Das ist doch echt lächerlich. Es kann doch nicht sein, dass ich im Tutorial schon versage. Alter, jetzt hat... So ein Luschi-Gegner. Hier. Alter, willst du mich rollen? Erzählen, ey, das ist doch nicht normal. Oh, jetzt hat der mich wenigstens nicht gesehen. Der kommt ja da gleich raus. Darf mich nicht sehen. Wenn das nicht knapp war, dann weiß ich aber auch nicht. Ich krieg von dem auch komischerweise nichts. Ah, scheiße. Kann man die nicht von oben herab töten?
kann man. Aber da war der Falsche anvisiert. Das war. Oh, ich habe nicht mehr viel Energie. Ich kann nur noch. Ich kann nur noch durch Schleichen töten. Ich habe keinen Kürbis mehr, nix. Ich bin 48 Minuten und ich bin noch im Tutorial. Da war doch Dark Souls nicht so schwer. Achso, ne, den pushen wir uns mal lieber an. Wir gucken mal hier, dass wir uns jetzt hier schön Energiesparen machen. Da verstecken wir uns mal hier oben, ein Stück weiter oben. So, hier so. Der soll uns ja nicht sehen. Jetzt geht er wieder zurück. Hat irgendwas gesehen? Na, mich natürlich. Mann, ich mach doch Deckung. Ich drück die ganze Zeit immer wieder L1. Ihr drückt halten, funktioniert nicht. Wenn ich es immer wieder drücke, nachdem ich geschlagen habe, funktioniert auch nicht. Jetzt hat's geklappt. Ja, dann versuchen wir es einfach nochmal. Obwohl, wir können ja mal versuchen jetzt, uns den Typen so zu holen. Mann, scheiße. Ist doch nicht die Möglichkeit. Ey, eben bin ich doch die ganze Zeit darauf gekommen. Willst du mich rollen? Ist doch nicht. Ey, das Spiel will mich verarschen. Es ist doch nicht die Möglichkeit. Jetzt. So, wo ist er?
müssen einen Kürbis nehmen. Ich hab den Kürbis schon genommen. Scheiße. Ah, scheiße, tot. Ach, Mensch. Ich bin der Meinung, Dark Souls war nicht so schwer. Es sieht einfach aus, aber ist es gar nicht. So, komm mal her, du. Mit dir übige. Ja, das hat geklappt. So, jetzt kommt der nächste Wichser. Komm. Komm her. Komm her, du Pussy. Komm her. Greif an. Jetzt klappt das. Oh. Langsam wirkt doch besser hier. Komm. So, der nächste. Hab ich aber die Deckung ein bisschen fallen lassen. Oh, fuck. War nicht schnell genug weg. Wollten nur anstecken. Haben wir den und den kriegen wir so platt. So. Die kriegen wir so platt. Jetzt kommt der nächste. Jetzt haben wir einen Lauf. Oh. Okay. Ich muss den jetzt besiegen. Nein, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ich war da so gut und dann der. Aber jetzt sind wir gut. Einmal versuche ich es noch. Der kleine Gegner, der... So, jetzt aber. Ey, nach dem Parieren, ich habe... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Einmal noch und dann ist er wirklich Schluss. Ich habe pariert. Hab danach angegriffen. So, jetzt machen wir aber hier keinen Hexenmeck. So. So, du bist weg.
Alter! Mensch, jetzt komm doch, mach doch platt hier. Also das einmal versucht, wenn ich. Jetzt hab ich ihn. Und dann jetzt. Boah, scheiße, der kommt ja nochmal zurück. Der hat zwei Kugeln, scheiße. Oh, Alter, willst du mich jetzt rollen? Ich bin tot. Nö, nee, Leute. Das ist mir zu schwer, da hebe ich jetzt auf. Das ist mir zu schwer. Das ist. Ich weiß nicht, Dark Souls war nicht so schwer, bin ich der Meinung. Und selbst dieses, wo man den Roboter. Hier, diese. Mensch, ihr wisst doch, wo man denn die Roboterteile da hat, was da auch so schwer war. Was in der Zukunft spielt, wo man dann Medizin und Kampf und was weiß ich, Roboter auswählen konnte und dann. Komm jetzt, The Search oder so hieß das. Selbst das war nicht so schwer, bin ich der Meinung. Weil da bist du wenigstens durchs Level durchgekommen. Hier versage ich im Tutorial. Es sieht geil aus. Es sieht wirklich geil aus. Es macht auch Spaß. Auch der Kampfstil ist echt gut. Und auch lässt sich leicht bedienen. Aber es ist schwer. Die sind teilweise so schnell kannst du ja nicht drücken. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß, einige von euch, die werden das lieben, die werden die Dark Souls 1, 2, 3 und die anderen Spiele alle gespielt haben, die werden sowas lieben, wenn es so schwer ist. Ist jetzt mal nicht so düster, ist jetzt mal Ninja. Aber finde ich auch gut, dass da mal Abwechslung drin ist. Aber für mich eindeutig zu schwer. Für mich eindeutig zu schwer. Ist ein geiles Spiel, macht Spaß, aber es ist eindeutig zu schwer. Ich werde es noch weiter versuchen. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal, komme ich ja irgendwann mal weiter und kann dann noch mal ein Video machen. Aber momentan ist es einfach gerade too much. So. Dann würde ich mich hier verabschieden. Ich hoffe, ihr habt jetzt leider nicht so viel vom Spiel gesehen, weil es einfach wirklich scheiße schwer ist. Ich gebe mir Mühe, dass wir noch weiterkommen. Und dann, vielleicht kommt da nochmal ein Video. Aber ich hoffe, hat euch doch vielleicht ein bisschen gefallen. Dann würde ich mich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, seid euer Odin.